Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digimon Masters Online hier auf dem Server Omegamon. Und ja, diese Folge wollte ich jetzt ein bisschen nutzen, um wie gesagt mit euch ein bisschen zu leveln jetzt die 15 Minuten hier. Dann wollte ich noch ein bisschen so mit euch quatschen, was dem Dings betrifft, ja, die aktuelle Lage momentan. Ihr habt ja gesehen, dass ich die letzten Tage jetzt nicht so viel hochgeladen habe, beziehungsweise jetzt nicht, ja, jeden Tag was gebracht habe. Ja, jetzt ohne jetzt irgendwie hier mich rauszureden oder zu lügen oder sowas. Momentan, na, ist es wieder so weit bei mir, dass ich keine Lust mehr auf Digimon habe gerade. Also der Hype ist momentan wieder bei mir weg, auch wenn jetzt der neue Server zwar draußen ist, aber ich habe, wenn ich nach Hause komme oder am Wochenende irgendwie zu Hause bin, habe ich überhaupt gar keine Lust mehr irgendwie Digimon zu spielen oder sowas. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit irgendwie eine Alternative am Suchen, die ich spielen kann, anstatt Digimon irgendwas anderes, was man dann auch aufnehmen kann und so. Ja, nur die Frage ist halt was. Die Frage ist halt immer wieder, was was kann ich spielen, was geht, wie, wo, was. Ich weiß es nämlich nicht. Denn ich denke mal, auf beiden Servern würde ich dann erstmal eine Pause einlegen wollen, wenn ich jetzt keine andere Sache finde. Ansonsten, ja, mit was kann ich euch noch anbieten? Vielleicht eventuell andere Digimon-Spiele, die man eventuell zocken könnte. Dann vielleicht irgendwelche anderen Games, die mir vielleicht mal vorschlagen könntet, die jetzt man auch online vielleicht spielen kann. So MMOs oder so, die halt auch in diesem Anime-Style sind. Weil ich mag so MMOs, die halt in diesem Anime-Style sind. Da könnt ihr ja auch mal gucken oder generell irgendwelche anderen Spiele. Ja, ich habe mir jetzt Dingens gekauft, aber das passt eigentlich gar nicht zum Konzept wie für meinen Kanal. Hier habe ich mir Battlefield 1 geholt. Aber das und Digimon zusammen, also ich glaube nicht, dass das, naja, als Konzept so passen würde. Das Einzige, was vielleicht noch passen würde, wäre Overwatch. Habe ich ja damals schon gezockt und das bin ich momentan unnormal am Suchten. Also die letzten paar Tage oder beziehungsweise Wochen bin ich nur Overwatch am Zocken. Ich bin jetzt momentan hohes Gold bei Overwatch. Also es fehlt nicht mehr viel, bis ich dann auf dem Platin-Rang bin. Platin ist es, glaube ich, ne? Platin. Ja, bis ich da halt bin, da könnte ich eventuell mal ein paar Rankeds aufnehmen, wenn ihr da Bock habt, so mal eine kleine Abwechslung zu bekommen. Wenn ihr darauf Lust hättet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten gibt es halt wieder diese, ja, Fluff-Privatserver-Sache, aber da bin ich auch momentan, na, habe ich ja schon gesagt, dass es Server-Vorschläge gegeben hat. Ich habe hier auch schon, zwei Server wirklich intensiv rausgesucht, die jetzt wirklich in der, ja, Auswahl stehen würden. Ich habe nämlich einmal Florafliff und diesen Noflife. Die beiden sind jetzt hier in dieser engeren Auswahl. Und da könnt ihr ja eventuell mal sagen, hier Floral oder Noflife, ob man da eventuell auch noch was reißen könnte. Und wie gesagt, haut mal ein paar Vorschläge raus, was so Anime-MMOs geht. Also in die Richtung so, ne, so wie Grand Fantasia, ne, oder auch wie Fluff, nur halt anders halt, ne, auch andere Struktur und sowas. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr mir da irgendwelche Vorschläge geben würdet, weil momentan Digimon, Leute, keine Lust. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock auf Digimon momentan. Ich werde jetzt, glaube ich, auch sterben. Na komm, mach mal Schock an. Damit wir das noch wenigstens hier überleben. Oder auch nicht. Ja, wir sind tot. Ah, seht ihr das, Leute? Das Spiel sieht schon, wie verzweifelt ich bin und sagt einfach, hör auf, Felix, hör auf, hör auf. Ich frage mich schon, warum ich gerade keine Party suche. Was haben wir hier? Rider Wing. Nehme ich natürlich für Lalamon. Natürlich! Haben wir noch irgendwas hier in den Boxen? Nee. Looking for. Ich mach jetzt nochmal hier Looking for Party. Level 17. Level 17 WMV. Da ist drauf.
Level 17, ey, da sind wir ja noch so richtig low. So, und wenn die DS knapp sind, dann war das. Ja, aber wie kommt denn jetzt der ganze Grund, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr auf DMO habe? Momentan habe ich eigentlich durch das Event erreicht, was ich haben wollte. Jetzt ist für mich momentan ein Event, wo ich sage, so, ja, das gefällt mir jetzt nicht so. Ich meine, es ist auch geil mit dem Digicore, was man dort an Sachen bekommt und so. Aber ich finde es jetzt nicht so atemberaubend, dass ich jetzt sagen muss, boah, ich muss jetzt 24 Stunden die ganze Zeit zocken und gar keinen Bock mehr auf alles. Nee, das ist dieses Event leider nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, 2 Wochen geht das Event jetzt noch. Ich hoffe, dass ich die Zeit irgendwie anders überbrücken kann. Ich weiß, ich kann noch meinen Schmuck machen auf Barbamon. Ich kann auf Omegamon nochmal alles jetzt hier neu machen. Aber da habe ich ehrlich gesagt momentan auch keine Lust zu. Weil ich eigentlich nur so eine Chili-Milli-Aktion mit dem Server hier starten wollte. Also, dass ich nur ab und zu mal hier eine Folge raushau. So wie der aktuelle Stand ist, so einfach so als Fun-Projekt. So, ne, habe ich ja auch in der ersten Folge gesagt, dass ich das so machen wollte. Und ja. Deswegen, und momentan ist wirklich, wie gesagt, der Anreiz ist weg. Ich weiß dann auch leider nicht, ob ich dann morgen eine Folge Digimon hochladen werde. Also jetzt schon mal gesagt, getan. Desto schneller ich irgendwelche Vorschläge von euch bekomme, desto besser ist es. Ja, Flüff-mäßig, mal schauen, mal sehen. Overwatch hätte ich Bock eigentlich drauf, ein paar Runden zu zocken, weil ich habe ja auch ein fettes. Ich habe Overlay schon eigentlich für Overwatch und so weiter, habe ich eigentlich schon hier liegen. Habe ich schon alles parat eigentlich, von damals noch. Von Flüff habe ich ja auch noch das Layout, obwohl das ja eigentlich dasselbe ist wie hier. Und ja, aber vielleicht gibt es ja noch andere Spiele, wofür ich mich begeistern kann und die ihr auch geil findet. Die man sich dann eventuell mal anschauen kann. Weil es gibt ja auch momentan dieses Poke-MMO, also dieses, wo man halt auch online Pokémon zockt mit anderen Leuten und dann halt alle Orden holen kann. Aber ich glaube, es gibt sogar 24 Orden. Ich weiß nicht, ob es erweitert wurde. Dieses Poke-MMO. Also der letzte Stand, wo ich war halt mit diesen 24 Orden. Keine Ahnung, wie es mit den anderen Sachen ist. I don't know. Da könnte sich mal auch gucken, weil Pokémon habe ich auch eigentlich früher gerne gezockt. Ja, oder dass ich mir, keine Ahnung, Dragon Ball. Ich habe Dragon Ball Xenoverse für PC. Also das erste. Der zweite, das ist ja jetzt auch schon etwas länger draußen, aber vielleicht hätte ich mal eine Runde Dragon Ball Xenoverse zock oder so. Das war da die Story irgendwie ein bisschen spielen. Können wir auch machen, wenn ihr Bock habt. Und wenn wir damit fertig sind, dann mit Xenoverse 2 weitermachen. Können wir auch tun. Weil momentan bin ich auch wirklich in Dragon Ball Fieber. Ich habe jetzt, vor 2 Wochen habe ich, war es vor 2? Vielleicht war es auch schon vor 3 Wochen. Habe ich, alle Dragon Ball Folgen, also die neuen Super, von Folge 26, weil ich ja die beiden Filme schon kannte eigentlich. Habe ich ab Folge 26 bis 63 ging es damals, oder 65, wo ich geguckt habe. Komplett durchgeguckt, den ganzen Tag, ne? Ich habe, glaube ich, 13 Stunden gebraucht. 13 Stunden. Und deswegen bin ich momentan auch in diesem Dragon Ball Hype. Und wenn ich es auf die Kette bekomme, könnten wir ja mal ein bisschen Dragon Ball starten. Xenoverse. Als dieses Projekt. Geht auch. Oder mal in eine ganz andere Richtung gehen. Daher könnt ihr auch mal irgendwie was sagen. Also wäre auf jeden Fall nice. Ich bin für alle Vorschläge offen. Deswegen haut in die Tasten, Leute. Haut in die Tasten. Gebt mir Vorschläge. Da mache ich mich gleich sogar noch dran. Und gucke. So, Shiny Double Coring, gucken wir mal. Für den Anfang Defense plus 3, ja, fuck off, besser als gar nichts erstmal. Ich sag mal so, nee, besser als gar nichts. So, ich schau mal, ob wir noch wenigstens das Thema Level 10 bekommen. Das war dann wenigstens irgendwie hier. Den Dings hier kriegen, ne, das Level 5er Eck. Wenn es überhaupt noch drin ist, ist die Frage, ne? Pouts. Pouts, Pouts, Pouts. So, hier ist Saber und weiter geht's. Ja, Demon ist momentan etwas, ja, aus der Bahn gelaufen für mich. Ich hoffe, dass nächstes Event ein bisschen besser wird.
Ich meine, bei mir aus der Gilde, die sind natürlich wieder hyped, ne? Okay, falsche Gilde. Also auf Barbamon, ne? Die sind wieder hyped und so, von wegen Digi-Core-Farm und Dungeons, Devi-Dungeon machen und sowas, ne? Für Digi-Core und so. Weil es halt schon geil ist, diese, wie heißen sie, zu bekommen. ja, Felix, wie heißen sie nochmal? Data Exchange, ne? Waren das? Ja, Data Exchange. Die kann man ja momentan gerade gratis bekommen. Also für Digicore natürlich. Und die sind halt recht nice. Wenn man sich zum Beispiel mal vertan hat oder so. Ich muss alles einsammeln hier. Zack, zack. Ja, auf jeden Fall versuche ich aber den Titel wenigstens noch zu bekommen. Aber wir haben echt einen scheiß Attack mit Lalamon. Ey, das muss ich ja ehrlich mal sagen, ne? Das Einzige, was hier abgeht, ist der Skill. Aber das war dann auch schon wieder. Oh, 1270 machen wir sogar damit. Pouts. Das geht ja ab hier schon, wie die Luzi. Aber warum? Warum haben wir denn... War doch jetzt nicht wegen einem AT, oder? So. Ah, Level 10, Level 10 müssten wir eigentlich noch schaffen. Dann mach ich mal die Disken hier leer. Damit wir da richtig auch mal ein bisschen Damage reinballern. Ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt momentan nicht, ob ich jetzt noch morgen eine Folge hochladen werde. Also wie gesagt, es gibt Overwatch. Wir können Dragon Ball Xenoverse spielen. Fluff wieder. Eure Vorschläge natürlich, wenn die geil sind, so anime-mäßig her, ne? Also sowas könnt ihr gerne raussuchen. Mir sofort Bescheid sagen, gucke ich mir sofort an. Generell, was weiß ich, irgendwelche Digimon-Klassiker oder Dragon Ball oder generell irgendwelche Anime-Klassiker auf der PlayStation 1, 2 oder sowas. Die man sich irgendwie mal reinziehen kann. Ich muss... Ja, also ihr könnt mir momentan alles an Vorschläge geben. Weil ich denke mal... Ich meine, ich bin jetzt noch auf, in so einer gute Laune-Stimmung, wo ich gerade nur so sagen kann, ja, ich nehme gerade gerne auf, aber zocken... Also ich hätte jetzt... gar keinen Bock gehabt zu zocken jetzt. Und das mache ich jetzt gerade nur, um ein bisschen hier mit euch zu plaudern, damit ihr eine Folge habt und so. Gebe ich auch ehrlich zu. Aber ich sitze jetzt hier nicht so und von wegen so, ich habe keinen Bock auf diese scheiß Folge und so. Und ja. So, was haben wir hier? Kein, wo ist mein Level 5er Egg? Ey, Schmucks. Ja, es gibt Chicken Combo. Ja, das ist für meinen Barbamon Account. Das von der Chicken Combo. Chicken Cobra. Ja, wir gehen mal hier hin. Ja, jetzt leckt es wieder, weil ich da hingeklickt habe. Was sind denn da? Tausender Booster? Oho! Tausender Booster. Ich gehe mal jetzt nämlich hier ein paar Items wegschmeißen. Das Level 3er Eck, das kann ich sagen, hau rein. Was haben wir denn noch hier, was wir nicht brauchen? Ja, Inventar können wir da aufmachen hier, mein Gott. So, haben wir wieder hier ein paar Blätze frei. Im Inventory Bag. Aber der scannt ja nicht mal. Oh, das ist ja jetzt echt mies, würde ich sagen. Aber wir haben Chicken Combos, 100 Stück. 1000er Booster. Nochmal zack, zack. So. So und so. Alles klar, dann sortieren wir einmal. So, das war, geht noch nicht mit dem. Fuck you. Aber hier können wir schon mal Sachen verkaufen, die ich jetzt nicht so brauche. Tschüss. Weg damit. Freu dich. Tschüss. Energy Pill 3 Stück. Könnten wir noch gebrauchen. Wir haben noch eine Teil nach die Terminal. Toll. Nice. Wusste ich gar nicht, dass es so was gibt. Die Mogemon-Ziel brauche ich jetzt auch nicht so hardcore-mäßig. Verkauft es doch einfach. So. Und den Rest können wir erstmal so lassen, würde ich sagen. Müssen wir gucken, was wir damit machen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich denke mal, ich habe alles gesagt, was momentan hier so abgeht. Seid mir nicht böse. Aber ich gucke jetzt mal, oder beziehungsweise durch eure Hilfe, also mit euch zusammen, gucken wir mal jetzt,
wie der weitere Verlauf so abgeht. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Ich wäre auf jeden Fall froh. Ich fange jetzt auch an zu suchen und ja, wenn ich irgendwas habe, worauf ich richtig Bock habe, dann habt ihr bestimmt, dann kriegt ihr die Infos. Einfach unten Facebook, Twitter, alles dabei und so weiter. Ne, könnt ihr einfach mal drauf gehen, liken und so weiter. Da gibt es aktuelle News dann und so. Und dann würde ich sagen, war es das. Bis demnächst. Tschüss.